Hallo zusammen, mein Name ist Cecilia Fabbri. Ich besuche das letzte Jahr des sprachlichen Gymnasiums in Finale Emilia, einer kleinen Stadt in der Provinz Modena. Hier gibt es viel Industrie, aber auch viel Landwirtschaft. Von uns leben nur wenige hier. Martina lebt zum Beispiel in San Felice, Esther in Cavezzo und Gaia in Bondeno. Das sind kleine Orte in der Umgebung. Mit diesem Video wollen meine Klasse und ich Verbesserungen vorschlagen, die die Europäische Union in unserer Region machen könnte. Martina, was könnte man machen? Am Land zu leben ist nicht immer einfach. Viele Menschen, die aus Städten kommen, können sich das nicht vorstellen. Wir brauchen hier für alles das Auto, aber viele von uns haben noch keinen Führerschein. Wir müssen immer unsere Eltern fragen. Das nervt sie und uns. Aber anders geht es nicht, auch weil es hier viel zu wenige öffentliche Verkehrsmittel gibt, vor allem am Abend, oder sichere Fahrradwege oder einen Bahnhof. Eine Zugverbindung wäre super. Es gibt viele Städte, die nicht weit weg sind, Bologna zum Beispiel oder Ferrara. Aber es gibt keinen Bus dort und auch keinen Zug in der Nacht. Es gibt private Fährdienste, aber es kostet viel Geld. Wie würdet ihr das Problem lösen? Wir schlagen vor, die hohen Mittel, die unsere Stadt zur Verfügung stehen, in den Ausbau der öffentlichen Verkehrsverbindungen zwischen Modena und Ferrara zu investieren. Zum einen sollten Busverbindungen von Ferrara über San Felice und Finale nach Modena und umgekehrt verstärkt werden. Zum anderen wäre eine Busverbindung für die kleineren Städte wie Casumaro und Bondeno nach Ferrara und Modena wichtig. Und wann werden diese Busverbindungen insbesondere gebraucht? Busse am Nachmittag und am Abend, besonders am Wochenende, es wäre wichtig von 15 bis 18 Uhr, aber auch von 20 bis 24 Uhr.